Die Frage ist, wer ist wir? Wir sind machtlos, das glaube ich nicht. Man fühlt sich vielleicht selbst machtlos. Aber trotz allem leben wir in einer Demokratie. Man kann wählen, man kann Politik mit beeinflussen. Und die Politik, zum Beispiel die Bundeskanzlerin, ist vielleicht nicht so mächtig wie Obama, aber auch nicht ganz machtlos. Das bedeutet, man kann mit der eigenen Stimme versuchen, die Politik zu beeinflussen. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man nicht nur wählt, sondern auch laut aufschreit, wenn einem etwas nicht passt. Und wenn das genügend Leute tun, dann hat man die Macht, auch an etwas so Großem und Unheimlichen etwas zu ändern, wie diese Spähskandalsituation mit den Geheimdiensten.